So, hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von mir. Und es haben mich sehr viele angesprochen, wie man GTA 4 oder GTA Episode from Liberty flüssiger spielen kann. Und ja, es gibt eine Möglichkeit, wo man GTA 4 und GTA Episode from Liberty wirklich flüssiger spielen kann. Es gibt wirklich eine Möglichkeit. Dann, also ihr als erstes download ihr erstmal den Link hier, was ich abgeloadet habe von Mediafire. GTA 4 flüssiger machen. Einfach hier auf Download klicken und ihr ladet euch die Command-Line.txt runter. Auch hier einfach runterladen. Wenn ihr das habt, dann bekommt ihr hier zwei Winrar-Archive. Und ja, als erstes machen wir GTA 4 flüssiger machen. Als erstes öffnet ihr den Winrar-Archiv und da ist eine Config-Exe. Die verschiebt ihr mal einfach auf den Desktop. Und ja, jetzt geht ihr erstmal dahin, wo ihr GTA 4 installiert habt. Und verschiebt diese Config-Exe einfach hier rein. Bei euch wird diese Meldung nicht kommen, bei mir schon, weil ich das schon habe. Drückt die Kopien und Ersetzen. Und ja, ich muss kurz was zu löschen, damit ich euch zeigen kann. Wenn ihr die Config-Exe hier habt, auf dem GTA 4 Ordner, drückt ihr Restklick, geht ihr auf Eigenschaften. Ne, das war falsch. Entschuldigung, ich meinte Restklick und Verfügung erstellen. Ja, so war's richtig. Verfügung erstellen und dann Restklick, dann auf Eigenschaften. Bei diese lange Dings macht ihr mit der Maus ganz beiseite einen Linksklick, macht ihr ein Leerzeichen und einen Strich und ein S. Wenn ihr das habt, drückt auf Übernehmen und dann auf OK. Dann drückt ihr hier auf diese Config Verfügung, Restklick und als Administrator ausführen. Drückt ihr auf Ja. Und ja, und schon arbeitet er, dass er GTA 4 flüssiger macht. Das kann ein bisschen dauern, 15 Minuten ungefähr oder 10, kommt drauf an. Machen wir einfach klein. Und jetzt nehmen wir uns erstmal das andere vor, das Command-Line.txt. Da ist ein Textdokument, den verschiebt ihr erstmal auf den Desktop. Und ja, dann geht ihr erstmal auch dahin, wo ihr GTA 4 installiert habt. Und verschiebt es einfach in den GTA 4 Ordner. Bei mir kommt jetzt diese Meldung, weil ich ja schon hab. Und bei euch wird es nicht kommen. Ja, wenn ihr das habt, dann war's es eigentlich. Dann müsst ihr einfach nur warten, bis das hier fertig ist. Und dann könnt ihr GTA 4 schon spielen und dann werdet ihr auch bestimmt merken, dass GTA 4 auch ein bisschen flüssiger läuft. Das sind ungefähr 5 bis 10 FPS. Und für diejenigen, die nicht wissen, was FPS ist, das heißt Frames pro Second. Umso mehr FPS du hast, umso flüssiger läuft dein Spiel. Um ein Spiel flüssig zu spielen, braucht man ungefähr 25, na 20 FPS, 25 FPS ungefähr um Dreh. Braucht man schon, damit man schon flüssig spielen kann und ich habe ungefähr 24 FPS und ja, und mit diesen Command Line, diese Config und Command Line Datei wird es um 5 FPS verbessert und das ist auch wirklich ein bisschen hilfreich. Und ja, und wenn GTA 4 bei euch wirklich richtig ruckelt, dann hat es auch wirklich keinen Sinn. Ja, also ich hoffe, ich konnte euch dann weiterhelfen und nicht vergessen, meine Homepage bei, nicht Homepage, sondern ich meine Seite bei Facebook auf Gefällt mir zu drücken. Und ja, und ciao Leute, bis zur nächsten Folge von mir.